Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich eine ganz kurze YouTuber-Frage beantworten. Und zwar ging es darum, dass dieser YouTuber mich gefragt hat, wie er die Gasterweiterungen unter Linux VirtualBox installieren kann. Und das zeige ich. Das ist einfach. Ich nehme hier einfach meine VirtualBox. Hier habe ich meine Virtual Machine. Ich starte mal Ubuntu 12.4 in meiner virtuellen Umgebung. Das schauen wir gleich. Das brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen mal erst das hier. Wir geben hier unser Passwort ein für unsere virtuelle Maschine. Ich habe das jetzt mal absichtlich ein bisschen kleiner so. So passt sich an. In der virtuellen Umgebung gehen wir in unser Terminal. Hier habe ich schon. Wenn nicht, dann schreibt ihr bitte hier in diesem Bereich Terminal ein. Ich habe es hier schon. Und jetzt gebt ihr bitte folgenden Befehl ein. Wichtig ist natürlich, dass auch die Gaserweiterung installieren, also dass dieses praktisch eingebunden ist als ISO-File. Das seht ihr hier. Also ich habe hier unten, hier in dieser Starterleiste, habe ich hier ein CD mit VB Aux so ungefähr. Muss es bei euch auch heißen. Und wenn es nicht der Fall ist, einfach hier hochgehen, Geräte, Gasterweiterung installieren. Danach wird diese ISO-File praktisch gemappt. Und jetzt gebe ich den folgenden Befehl ein. Sudo, Moment, so natürlich nicht. Ich muss mein Terminal anklicken. Ich nehme das mal so, dass auch schön groß ist. So. Dann gebe ich ein sudo apt-get install und VirtualBox. Und jetzt OSE nochmal und quest nochmal ein Bindestrich und x11. So, jetzt habe ich hier einen Tippfehler. Gut, dass ich es gesehen habe. So, muss natürlich richtig geschrieben werden, sonst geht das nicht. Ich zoome mal rein, dass ihr das so nochmal seht. Also sudo apt-get install VirtualBox OSE Quest x11. Ich zoome mal wieder raus, wieder in meine virtuelle Maschine rein und bestätige das. Jetzt muss ich das Passwort von der virtuellen Maschine hier eingeben. Das jetzt tue und bestätige, werden die Pakete installiert. Das geht relativ schnell. Warum sind die Gasterweiterungen wichtig? Für diejenigen, die es nicht wissen, man hat auf jeden Fall eine bessere grafische Leistung. Es läuft flüssiger, also eure virtuelle Umgebung läuft flüssiger. Ihr könnt in den Vollbildmodus wechseln, habt also praktisch kompletter Bildschirm, eine virtuelle Umgebung. Ich kann das hier mal zeigen. Anzeige, Vollbildmodus einschalten. Und jetzt seht ihr, dass ich auf einmal hier die komplette Fläche, das ist alles meine virtuelle Umgebung, kann hier ja Programme installieren, ausprobieren oder eben wieder deinstallieren, alles in dem Bereich, ohne jetzt mein eigentliches System damit zu belasten. Und mit der rechten STRG-Taste, also Control-Taste und F, schalten wir dann wieder in den normalen Modus um. Damit, wenn ihr einfach die Tastenkombination noch nicht kennt. Und das Schöne ist, ich kann eben beliebige Größe hier, ich kann mein Fenster noch mal ein bisschen vergrößern, ich kann es hier noch mal verkleinern. Die virtuelle Umgebung passt sich jedes Mal hier wunderbar ein. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und ihr fandet es gut. Wenn ja, dann bitte bewerten, kommentieren und weiterempfehlen. Und auch diejenigen, die dieses Video jetzt negativ bewerten, danke, dass ihr das tut. Schön wäre es natürlich, wenn ihr auch unter dieses Video schreibt, warum ihr das tut, dann könnte ich das beim nächsten Mal ja
besser machen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei.